Die Auswahl der Medien erfolgt in der Onleihe-App über verschiedene Möglichkeiten, hier zum Beispiel über die Empfehlungen Neu, Zuletzt zurückgegeben und Bestleiher. Über die Schaltfläche Mehr auf der rechten Seite kann man sich hier die jeweiligen Titel anzeigen lassen. Wenn man möchte, kann man aber auch über die Menüleiste, die drei Striche oben links, auf Stöbern gehen und dann die verschiedenen Galerien, Listen anschauen. Hier erhält man zum Beispiel alle E-Magazines, alle Krimi und Thriller, die Romane, Sachmedien und Ratgeber und die Jugendbibliothek sowie viele weitere Kategorien. Möchte man zum Beispiel momentan nur E-Books leihen, könnte man auch direkt die E-Books herausfiltern und würde hier zum Beispiel nochmal einzelne Punkte herausfiltern können über den Filter links oben. Wenn man dann zum Beispiel nur die verfügbaren Titel angezeigt haben möchte, ist dies auch möglich. Man kann zum Beispiel auch die Kategorienart wählen, zum Beispiel möchte man nur Sachmedien angezeigt bekommen oder nur Romane, welche Sprache soll der Titel haben, welches Erscheinungsjahr, vielleicht auch den Verlag eintragen und dann kann man eben einfach auf Fertig klicken und die Titel werden sortiert bzw. gefiltert.